Moin Moin und herzlich willkommen zurück im Jurassic Park, hier bei Jurassic World Evolution 2. Und hier sind sie, unsere Langhälse. Die drei Verbliebenen, nachdem ja, das kleine Experiment mit den Dilophosauriern im gleichen Gehege wie unsere Apatosaurier gründlich schiefgegangen ist, mussten wir dafür sorgen, dass sie getrennt werden. Ja, und in Ermangelung eines derzeitig weiteren Geheges für Fleischfresser blieb nichts anderes übrig, als das einzige Fleischfressergehege, welches wir derzeit haben, in der Mitte zu teilen und die Dilophosaurier auf diese Seite zu packen und die Velociraptoren auf die andere Seite. Ja. Und das ist der derzeitige Stand. Aber bislang scheinen beide Seiten zufrieden zu sein. Es ist viel Wald da. Unsere, ja, Besucher dürften hier gar nicht mal so viel sehen. Aber das war ja schon immer das Problem im Jurassic Park. Die Tiere brauchen dementsprechend ihren Lebensraum mit den Bedürfnissen, um sie zu erfüllen. Und das müssen wir erfüllen, sonst brechen sie aus, werden sauer und fressen alle Besucher. Und das wäre insgesamt natürlich schlecht. So, im Park gibt es keine Erkältungsquellen mehr. Das ist schon mal gut. Wir haben 3,2 Millionen auf dem Konto. Da bin ich auch schon wieder sehr glücklich drüber, weil wir ja lange Zeit mit ja, verschiedene Dingen gekämpft haben. Was ist das? Gästeanreiz. Am beliebtesten. Jo, gar nicht mal so viel, ne? Saurier-Sichtbarkeit. Die müsste ja eigentlich ganz gut gegeben sein. Liegt bei 100%, ja. Ranger-Patrouillen haben wir alle. Stromnetz. Es wäre schön, wenn man noch ein bisschen weiter rauszoomen könnte. Aber Stromnetz sieht soweit auch gut aus. Haben wir. Was haben wir hier? Sturmschutz. Haben wir gar nicht. Schutzräume. Aber wir haben doch hier Schutzräume. Aber der Teil des Parks ist halt noch nicht so richtig eröffnet, ne? Oder... verstehe ich nicht. Geringe Nachfrage. Achso. Schutzraumversorgung 100%. Toiletten. Hohe Nachfrage, geringe Nachfrage. Da haben wir eigentlich keine Probleme. Und hier hinten müssten wir mal gucken, dass wir das auch irgendwie mehr in Betrieb nehmen. Ja, die Versorgung hier. Essen fehlt hier ein bisschen. Heißt, hier müssten wir irgendwo noch eine kleine Essensbude hinstellen. Getränke fehlen da vorne ein bisschen. Hier an der Stelle in jedem Fall auch. Und alles, was Einkaufsmöglichkeiten betrifft, fehlt hier komplett. Ja, würde ich sagen, bauen wir doch nochmal, was Attraktionen angeht. Nein, hier Gäste, eine kleine Einrichtung. Kleine Einrichtung hierhin. Ja, und dann brauchen wir hier natürlich auch wieder einen Weg, den wir sehr gerne nehmen. Ja, machen wir mal so. War das jetzt eine kleine oder war es doch eine kleine Einrichtung, ne? So, das wird in jedem Fall kein Bento-Sushi, sondern das wird ein Getränkeladen.
Haben wir ja gerade festgestellt, ne? Dass das hier noch ein bisschen fehlt. Und Bekleidungsläden haben wir hier auch nicht. So, aber Gewinn steigt, das ist durchaus in Ordnung. So wünsche ich mir das auch. Platz zum Shoppen, ja. Shoppen fehlt noch ein bisschen. So, gucken wir mal rein. Was brauchen wir? Da. Wie immer eher was für unsere... Boah, Smoothies gehen immer, ne? So, dann bräuchten wir... Grün, da Fossilienausstellung. Aber überall kriegen sie diese Fossilienausstellung. Ist doch nicht zu fassen. Aquarium. So, und dann brauchen wir noch einmal Grau. Karaoke oder die Skelettausstellung. Oh, machen wir doch das hier. Und schon dürfte das eigentlich in den Gewinnbereich abdriften. Gucken wir nochmal rein. Verwaltungsansicht. Wo fehlt jetzt noch was? Getränke. Vor allem auf dem Weg hier. Klar könnten wir da jetzt noch Getränkeladen hinstellen. Oh oh. Die Loposaurus 1 und 3 haben einen Kampf begonnen. Tänzel, Tänzel. Vielleicht geht der Fächer auf. Da, so ein bisschen. So, und jetzt? Gesundheit 87%. Ja, ich würde sagen, da ist der Kampf schon wieder vorbei. Und dann gucken wir mal, ob wir hier einen Saurier haben, den wir versorgen müssen. Sieht nicht danach aus. Ja, das, was wir jetzt noch brauchen, sind in jedem Fall solche Dinger hier. Shopping. Gebäude. Weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Jetzt legen wir das Ding hier erstmal trocken. Cool wäre natürlich auch, wenn man hier... das Ganze als Brücke oder ähnlich bauen könnte. Haben wir hier ein bisschen Gras. Irgendwas, was nett aussieht. Soll ja auch nicht ganz so hässlich sein hier, ne? So, Straße. Und auch da kann man jetzt natürlich gucken, ob wir hier vielleicht den Weg so lang führen. Dass links und rechts davon möglicherweise noch weitere Geschäfte kommen könnten. So, ersetzen, machen wir mal ein. Weg nicht verbunden. Ja, das kommt jetzt wieder. Eins nach dem anderen. So, und jetzt ist der Weg auch verbunden. Da brauchen wir keinen Luxus. In jedem Fall brauchen wir hier aber noch weitere Einrichtungen. So, also in die Verwaltungseinstellung. Karte. Da. Gäste. Fällt mir ein, ich habe schon wieder vergessen, meinen Timer zu stellen.
Also, mal gucken, wie lange die Folge heute dauert. Ich denke mal so 5 bis 10 Minuten spielen wir schon. Ja, Geschenke. So, jetzt sieht man nochmal, beziehungsweise Shop, wo wir hier Möglichkeit haben, das ein oder andere noch hinzubauen und wo wir was vor allem auch hinbauen müssen. Hier ist doch gerade was blau geworden. Das habe ich doch gesehen. Da. So. Abendkleidung. Ich glaube nicht, dass wir hier Abendkleidung brauchen. Da können wir vielleicht eher was anderes auswählen. T-Shirts. Oder hier, Hüte. Hüte sind auch gern genommen. Gleichzeitig müssen wir jetzt natürlich wieder mal unseren... Shop verbinden. Wird gebaut. Und trotzdem können wir aber auch schon mal, während das passiert... Ach, guck mal, hier können wir doch schon mal wieder arbeiten. Wir hatten nämlich eine Expedition losgeschickt. Saurier Fußabdrücke. Die sind einiges wert. Das ist schon mal sehr erfreulich. Der passt noch mit dazu. Dann nehmen wir den noch mit dazu. So, Wissenschaftler. Fossilienextraktion. Hätten wir da einen. Und los geht's. Aber wir wollen ja nicht rosten. Dementsprechend holen wir uns hier noch unsere Jungs und Mädels, die da nochmal auf Expedition gehen. Sodass wir hier noch ein paar Saurier in den Park kriegen. So, jetzt ist sie fertig. Da gucken wir jetzt nochmal rein. Konfigurieren. Fahrzeug gefährdet. Also, was brauchen wir? Hüte haben wir. Haben wir ja ausgewählt. Sorry, ich wollte hier. Da wollte ich ran. Springbrunnen von mir aus. Dann nehmen wir das hier noch mit dazu. Spendenbox. Und dann holen wir uns noch Weiß und Gelb, wenn wir das denn hier haben. Haben wir nicht, ne? Oder da oben vielleicht irgendwo noch? Ja, haben wir nicht. Ah, Orange wollte ich noch. Weiß und Orange. Oder wir gucken hier in Orange und Grün brauchen wir. Haben wir auch nicht, ne? Orange und Grün. Okay, Weiß und Orange haben wir aber doch da. Fernseher. Fehlt uns ein bisschen mehr Grün, was ist da nicht zu fassen? So, jetzt haben wir's. Hüte. Boah, das läuft. So, und jetzt könnten wir nochmal überlegen. Ich hatte ja festgestellt, dass hier der eine oder andere fehlt. Triceratops haben wir. Warte, brauche ich.
Brauche ich gar nicht in der Ansicht hier zu machen. Wir können auch hier reingucken. Da sehen wir, wen wir alles haben. Apatosaurus 3. Phrynosaurus 3. Struthiomimus 7. Hier fehlt noch ein bisschen was. Beim Parasaurolophus. Lophus. Parasaurolophus. Meine Herren. Da fehlt auch erstmal nichts, ne? Triceratops haben wir 2. Ist auch im unteren Limit. Und beim Rest müssen wir dann gleich mal gucken. Struthiomimus. Oh. Also, keine wirkliche Notwendigkeit, um hier derzeit neue Saurier reinzubringen. Da hinten fehlt noch eine Bekleidung. Gehen wir auch da nochmal hin und bauen noch eine. Alles für die Gäste. Ja, das ist wieder wie immer blöd. Und nicht, sondern nicht smart von mir gemacht. Den Weg wieder so eng da lang gezogen, dass wir kein Gebäude mehr dahinstellen können. Man sollte meinen, dass ich irgendwann klüger werde. Abreißen. So. Machen wir das mal so. Und jetzt holen wir uns unsere Gästeklamotte hier hin. Natürlich kommt auch da der Weg ran. Und von hier hinten. Geht's auch in diese Richtung weiter. Prima. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall mehr. Weil das zum Schluss zur Gästezufriedenheit beiträgt. Nun bin ich auch mal gespannt. Parkbewertung, jo. Anziehungskraft wird, ne, 78% haben wir. Gäste 1709. Vom Potenzial her. Müsste aber auch noch ein bisschen steigen, ne? So, Abendkleidung brauchen wir aber nicht. Was machen wir hier raus? Perlen, du ahnst es nicht. Also grün und weiß bräuchten wir eigentlich. So. Grün und weiß. Hier, T-Shirts können wir wieder machen. So, von mir aus. Weiß und grün. Das ist wieder mal Fossilienausstellung. Es ist wie immer das Gleiche. Also, ich als Parkbesucher würde mich da schon längst wieder beschweren. Weil immer nur das Gleiche überall ist. Andererseits bin ich auch ein sehr genügsamer Mensch. Ja, Orange bräuchten wir eigentlich noch. Und Weiß und Grün Skelettausstellung. Aber Orange haben wir noch gar nicht drin. Da wäre es ja eigentlich smarter, den Grünen voll aufzudrehen. Weil wir davon auch die meisten Gäste haben. Grün und Weiß. Ja. Da kriegen wir am meisten.
So, was sagt der Strom? 85 von 90. Hier sind wir bei 90 von 90. Hier müssten wir das Kraftwerk... Warte, ich gehe aber nochmal durch. Hier hinten haben wir noch ein Kraftwerk. Da sind wir bei 43 von 60. Also, müssen wir noch nicht machen. Kostet ja auch alles Geld. Und auch hier müssen wir nochmal reingucken. Wo brauchen wir möglicherweise noch einen weiteren Shop? Irgendwo hier hinten. Oh nein, ein toter Saurier. Oh, würde ich sagen, doch eigentlich eher hier, ne? So. Das kommt. Oh, sind das hier Wege? Guck dir das mal an. Da wäre es eigentlich ganz cool, wenn die mal ein bisschen planiert werden würden. Und nicht so rauf und runter gehen, wie die letzten Wege. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir denn hier den toten Saurier haben. Hm, da liegt was Rotes. An Altersschwäche gestorben, ja. Ja, ja, ja. Dann holen wir den mal raus. Und jetzt machen wir Folgendes, damit es da nicht zu leer wird von der... Population her. Gucken wir nochmal rein. Ich glaube, hier haben wir schon alle Modifikationen verwandt. Langlebigkeit, ja, aber da können wir mal ein bisschen dran rumdoktern. Was haben wir hier? Belastbarkeit. Haben wir auch schon ein Stückchen hochgezogen. Das ist so und so schon weiter oben. Sozial, tolerant, da brauchen wir eigentlich nicht viel. Kampf, Fitness brauchen wir eigentlich auch nicht. Ne? So. Speichern. Meine Herren, das war schon wieder ganz schön laut. So, dann machen wir das. Schnelle Synthese. Aufgabe starten. Und dann wird alles gut. Ist ja auch gleich schon wieder fertig. So, jetzt sind wir aber geldtechnisch auch endlich mal auf einem guten Weg. Scheu. Minus 30 Bedrohung, ja, Panik. Ist das schlimm? Sehe ich erstmal nicht. So. Schneller Brutvorgang. Auch das geht ja relativ zügig hier. Oh, die Dilophosaurier kämpfen wieder miteinander. Und jetzt machen wir das hier per Airlift. Schicken wir die wieder rein. Hole Produkt ab. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ich würde sagen, beim Dilophosaurus, der hat wahrscheinlich irgendwelche Verletzungen jetzt davon getragen. Schauen wir mal. Schauen wir auch nochmal in unsere Bearbeitung. Also er ist immer noch dran, wenn ich das richtig sehe. Ein bisschen was hat er schon bearbeitet. Fehlt aber trotzdem noch ein bisschen was. Gut, dann können wir ja auch nochmal gucken, wo wir als nächstes wen hinschicken. Aufgabe starten. So, und hier bei unseren Wissenschaftlern werden wir Mao mal ganz kurz ausruhen lassen. Und dann läuft auch das. So, gucken wir nochmal in die Finanzen. Wir machen derzeit 231.000 plus.
Einrichtungsmaßnahmen 28%. Ausgaben. Parkbewertung. Gäste. Fehlt noch ein bisschen was an Potenzial. Einrichtungen. Einkaufsmöglichkeiten 90%. Oh, wir machen aber zumindest Gewinn. Das ist in Ordnung. Aber hier können wir auch noch mal reingucken. Im Grunde genommen sieht das hier jetzt schon gar nicht so verkehrt aus. Hier fehlt halt komplett was, ne? Weil wir da einfach nicht genügend Platz gelassen haben. Mal wieder. Können wir höchstens jetzt verkleinern. Oh, warte, Verletzung. Direkte Steuerung. So. Eher Zielmodus. Achso, behandeln Q und E, das machen wir. Und eher Zielmodus, wo ist er? Da. Ist er einfach verschwunden. Jo, aber wir sind damit ja so gut wie fertig. Ach, schön, einen Unimog zu haben. Habe ich hier nicht irgendwo auch eine Ausfahrt gebaut? Wahrscheinlich so. Aber er muss ja eh in die andere Richtung. Huh. Einmal durchs Velociraptoren-Gehege auf dem Weg nach Hause, dass Mama und Papa da auch wieder ohne Blessuren rauskommen. So, haben wir doch auch geschafft. Great. Ja, und in die Forschung müssten wir bitte auch nochmal reingucken. Weil wir jetzt natürlich auch das Geld haben, um hier den einen oder anderen weiteren Saurier zu erforschen. Wir sind ja auf der Suche nach dem T-Rex. So, was brauchen wir hier? 12 mal Wissenschaft, 3 mal das andere. Oh, da können wir fast alle gebrauchen hier, ne? Da haben wir alle 12 mal Wissenschaft und 3 mal Logistik, wie es hier so schön heißt. Und wenn wir das dann haben, dann wird das auch gut. Dann kriegen wir vielleicht noch einen anderen von diesen Langhälsen hier. Ja, und wie immer geht es mir natürlich nicht darum, hier schnellstmöglich zum T-Rex jetzt zu kommen, auch wenn das unsere Aufgabe ist. So, ich möchte ja so viel wie möglich von dem Spiel haben. Ja, und hier hinten können wir, wie gesagt, auch noch einmal ein weiteres Gehege bauen. Da ist ein toter Dinosaurier. Transport abgeschlossen. Alter Schwäche. Ja, und die dürften auch mittlerweile ganz happy sein bei der großen Anzahl an Sauriern, die wir jetzt hier haben. Ich möchte hier trotzdem nochmal reingucken, ob wir vielleicht schon irgendwo was haben, was wir nochmal ausbrüten könnten. Minimaler Bestand 4. Aber da fehlt uns auch noch ein bisschen was von der... Von den Genomen her. Minimaler Bestand. 3. 3. 3. Einer. Der kommt auch alleine klar.
Hier zwei. Und da haben wir auch zwei. Ja. Da müssen wir aber irgendwann ran. Na, und hier könnten wir im Zweifel auch den einen oder anderen von den, also so ein Eukalyptus-Saurier, ne, den wir gerade hier noch bearbeiten. Wie heißt er insgesamt? Der heißt, nee, nicht Eukalyptus-Saurier, wie heißt er denn? Euplocephalus, so. Ist ja so ähnlich. Fossilienlager ist voll. Ja, das ist schlecht. Also müssen wir erstmal ans Fossilienlager ran. Und das ist jetzt fast alles zum Verkaufen. Sunwaysa. Und sie. So, dann macht ihr das zu zweit. Dann macht ihr das zu zweit. So, jetzt muss ich mich wieder orientieren. Ich habe ja hier die Perspektive, glaube ich, ein bisschen. Ne, habe ich nicht. Gewechselt. So, Wissenschaftler ansehen. Und hier müssen wir Bray auch einmal zur Ruhe senden. Und Mao können wir nochmal updaten. Ne, können wir nicht. Ja, wir dürfen auf keinen Fall vergessen, dass wir natürlich dann auch hier das Update reinbauen, nämlich kostengünstiger zu bauen. Ne? Bevor wir ein neues Gehege bauen, machen wir das Update da rein, das Upgrade. Oh, das war falsch. Wir können es auch jetzt schon machen. Verbessertes Bauwesen. Genau. 500.000 haben wir gemacht. Und dann hätten wir als... Achso, wir können nur das eine. Als zweite Option wäre jetzt natürlich noch gewesen, zu sagen, wir reduzieren die Kosten für Personalgehälter für unsere Wissenschaftler. Ja. Wie sieht's hier aus? Sauropode wird erforscht. Nicht mehr lange. Wissenschaftler und Fossilien noch eine Minute, noch was. So, Sauropode ist fertig. Und dann können wir hier den nächsten mit 2 Millionen erforschen. Hier hätten wir auch noch einen Knoten, der freigeschaltet ist. Oder wir gehen jetzt mal hier hin. Das, was wir als Aufgabe bekommen haben. Und gucken, ob wir das insgesamt hinkriegen. Jo, mit 3 Stück. Und für 500.000 starten wir auch das. Wow. Na, auf der... Expeditionskarte dürften wir aber jetzt das ein oder andere gefunden haben, also neu hinzugekommen haben. Gebäude, Leiden, Jurassic Universe, Saurier, Apatosaurus, ja. Könnte man auch nochmal reingucken. Haben wir noch einen, der neu ist? Hier. Megalosaurus. Meine Herren. Metriacanthosaurus. Velociraptor und Troodon. Den kennen wir auch noch nicht. Größe 1 Meter. Ist so ein kleiner. Ja, man weiß es nicht genau. In jedem Fall sind unsere Wissenschaftler alle fleißig. Und irgendwann brauchen wir ein neues Gehege. Ne? Aber ich möchte ja hier gerne noch ein paar von den Pflanzenfressern mit dazu packen. Und hier würde ich gerne noch ein paar reinbringen. Und dann bauen wir vielleicht hier vorne oder da hinten ein großes Fleischfressergehege. Oder, ja, so ein halbgroßes Fleischfressergehege. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn diese ist leider schon wieder vorbei. Und mit dem Blick auf unseren Park bei Nacht und Mondschein endet es also. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Gerne eure Kommentare und auch gerne ein Abo, solltet ihr noch keins haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye bye.